Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge haben wir, so wie es aussieht, Kashyyyk abgeschlossen. Ne? Wir haben einen Doppelsprung bekommen, was richtig nice ist, und hier ist immer noch etwas, was ich nicht erkundet habe. Also lass mal losgehen. Ne? Wir haben schon so einen kleinen Anhaltspunkt bekommen, wo wir als nächstes hin müssen. Datum hier, aber so im Moment zeigt mir die Mission irgendwie die Karte nicht wirklich an, aber ich was machen muss. Ja, erkundet 95% erkunden. Wir haben zwei Kisten noch nicht. Ich bin positiv, dass wir diese vielleicht noch finden könnten. Diesen Part, das würde ich dann noch gerne machen. Ich kann ja auf der Karte gucken, wo die ungefähr sind, ne? Und ich habe jetzt einen Doppelsprung, also, oh Gott, war ja klar, irgendwas hier schief, weil das sah schon irgendwie so verdächtig hier aus. Ich dachte erst, da kommt nur einer so runtergesprungen, und ja, da kommt jemand. Musst du doch, die ist noch am Leben, ich doch gesagt. Erinnerungen sind mir egal. Und ganz ehrlich, du bist meine Zeit nicht wert. Also machen wir schnell. So, die machen mich jetzt fertig. Pass auf, ey. Muss doch, wie der letzte Kampf ausgegangen ist gegen die zweite. Okay. Oh Gott. Sieht aber sehr noch übersichtlicher aus als die Zweitschwester. Oh, ehrlich. Ey, komm schon. Da habe ich gerade am Heilen, ne? Und dann kommt die auf mich zugesprungen. Ich habe noch über die Hälfte der AP auch noch übrig. Oh, da ist sie wieder klar gewesen, ja. Gott, egal, jetzt schaffen wir halt. Ich habe 6 Stims. Ich habe immer noch nicht diese Machtregenerations-Stims, was mich ein bisschen nervt. Na, ja, so viel zum Erkunden von Kashyyyk. Ich habe so das Gefühl, wir sitzen jetzt hier den ganzen Part an der. Aber die sieht nicht so schwer aus wie. So, und deswegen. Ich merke gerade, wenn wir hier nicht weiterkommen, dann haben wir auch gar keine Chance, irgendwie was zu machen, ne? Ich habe gerade R1 gedrückt, ey, und dann kommt die und macht das. Ich nehme an, Latero ist Greek, ne? Ist das die Ausdauerleiste oder die RP-Leiste über dem Kopf? Boah. Nein. Wenn ich nicht gerade am Heim bin, müsste ich das eigentlich abwehren können. Na. No. Oh, dieser Angriff, ne? So, ich muss mich mal anhalten, damit ich den hier machen kann. Und den hier. Ja, komm her. Hör. Oh, hör auf, mich immer zu schubsen, ey. Oh, komm schon. So, ich muss die verlangsamen, weil sonst trifft die mich wahrscheinlich. Ja, da muss die Ausdaueranzeige sein. Die ist ja voll weg. Oh, der will wieder. Da werde ich dich auch noch nicht ganz erledigen. Und für einen Jedi ist doch das Gleiche. Wie kannst du es wagen? Wart. Hey. Das habe ich auch. Ich wollte schon sagen, wäre ja auch, wurde jetzt schon wieder regeneriert. War jetzt voll unfair. Nee, heilen. Heilen. Nee, zum Glück tut ihre Ausdauer sich nicht so schnell wiederbeleben. Ne?
Meiner ist länger. Oh Gott. Kampf macht richtig Bock, ey. Hi. Oh, Kreis, diesmal. Sehr gut. Ja, komm her. Komm her. Oh Gott, ich hab jetzt. So, ich muss die anhalten. Boah, zum Glück habe ich die noch vorher angehalten. Ich nicht gerade heilen. Ja, okay, die Stims sind auf meiner Seite, habe ich so ein Gefühl. Oh, ich habe gerade Kreis gedrückt. Ja. Nein, die macht das noch mal. Anhalten. Aber wenn ich ja gut abgeteilt war, dann kann ich mich heilen und die noch mal angreifen. Damit richtig, richtig gut. Au. Oh Gott, jetzt wird ein bisschen zu knapp für mich. Oh Gott, weil ich dagegen springen müssen? Oh. Nein. Nein, hör auf damit. So, ich, jetzt macht die halt noch mal, ne? Ah. Oh, dieser Angriff, den mag ich echt nicht. Ja, block mal bitte. Kannst du mal aufhören zu blocken? Oh, zum Glück habe ich noch mal L1 schnell gedrückt. Alter, ich komme nicht an ihr vorbei, ihre Abwehr. Oh Gott. Komm her. Oh, ja, Ausdauer weg. Boom. Arm ab. Es ist vorbei. Der war gut. Als Inquisitorin weiß ich, dass kein Rückschlag zu groß ist. Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das geringste. Weißt du, ich war auch ein Jedi. Ich würde dich gerne anwerben. Und verbrennen mich wie den Rest von uns. Ist das Zorn? Darauf folgt Isolation, Folter, Verstümmelung und deine Freunde. Von hin lässt du die Finger, verstanden? Niemand stoppt das Imperium. Aber dich schon. Hahaha, ich bin sehr gut. Ah, schön. Ja, mir hat's gefallen. Nach was? Lebt doch noch. Ich habe nie im Leben, dass die schon tot ist. Ich habe die noch runtergeschmissen. Hallo? Ich habe nicht gesehen, wie die ihren Kopf verloren habt oder so. Also ist sie noch nicht tot. Wir müssen zurück. Sie und Grease erwarten uns. Weil der Kampf war Bock gemacht, ey. Und auch richtig knapp am Ende. Nee. So, wie ist die Rasse von dem nochmal? Keine Ahnung. Topo irgendwas. Irgendwie sowas, weiß ich nicht. Huf, okay. Es kann die zweite Schwester kommen. Aber die war jetzt nicht so schwer wie die, finde ich. Hat Bock gemacht, das war angenehm hart. So, wo bin ich jetzt? Neunte Schwester besiegt. So, wo bin ich jetzt gerade? Ich muss jetzt mal gucken. Aber ich habe einen Fertigkeitspunkt dadurch bekommen, glaube ich. Weiß er nicht. So, den Holotisch soll ich machen. Alles klar. So, wir gehen jetzt erstmal dahin, weil da habe ich gesehen, ist noch was. Da war ein Gegner.
Oh Gott. Speedrun-Strategien hier. Rennt weg. So. Wird schon gerne, während ich noch hier bin, hat alles erkunden. Hier ist irgendwas. Hüppala. Was? Boah, was war das denn jetzt schon wieder? Neuer Terrarium-Samen. Oh, Grease, nicht Greek. Ich habe den Greek genannt, glaube ich. So, okay, das sieht jetzt aber so aus, als hätte ich von da irgendwie reingehen können. Wo ist denn das hier? War ich ja schon mal? Wisst euch. Da! Ah! Gott. Gott. So. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? So, zwei Thronen fehlen mir noch und da ist noch was, wo ich nicht war. Und hier habe ich 88. Warte mal, ich glaube, da ich sehe, okay. Erkundet bedeutet einfach nur, weiß ich nicht, die Gebiete erkunden. Ne? Das haben wir, glaube ich, schon. Da muss ich hier einmal rüberspringen, nehme ich an, ne? Oh, da ist dann auch was. Ne? So. Alles klar, machen wir noch. Mit gern Kashyyyk abschließen, wenn wir schon mal hier sind. So, 100% erkundet, alles klar. So. Dann. Da fehlen mir zwei Truhen. So. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Da fehlt irgendwas. Ja, super. Blöd ist, ich kann mich ja nicht dahin teleportieren. Ich muss ja jetzt den ganzen Weg dahin rennen wieder, ne? Das ist aber mich stört. So, ich muss so oder so jetzt hier. So Gefühl. Okay. Also, wenn ich das schon mache, dann mache ich das jetzt hier. So. Was? Okay. Warte mal. Okay, ich habe die schon. So, hey. Oh, ich kann ja auch einen Doppelsprung machen. So, da habe ich alles. Ich muss aber trotzdem durch. Hier war da irgendwas. Eine Wand. Aber das glaube ich nur zum Abkürzen. Ne, da hinten kann man glaube ich auch noch hoch, ne? So, ne, hier habe ich alles. Okay, ich muss jetzt noch einmal hier rum. Dann muss ich hier, dann muss ich diese Rutsche hier machen, ne? Oder? Ja, okay. Okay, das könnte ein bisschen dauern, aber. Wozu ist das da? Stehe nicht. So, jetzt müssen wir auch da hochklettern können, ne? Mit Doppelsprung. Da kannst du ja viel schneller durch den Gebiet jetzt navigieren, ne? Jetzt guck mal hier. Was? Na komm schon, das sieht voll so aus, als könnte ich da dran gehen. Ah. Was? Ich habe den Schatten von dem Vogel gesehen.
So, das ist jetzt natürlich nicht das Allerspannendste. Vielleicht werde ich auch wieder ein bisschen schneiden. Aber ich würde schon gern alles hier mindestens auf Kashyyyk finden, wenn es geht. Und da wurde jetzt wieder abgebrochen, was auch immer da gesagt wurde. Ja, genau, schießt auf mich, ist klar. Oh, komm schon. So, die Frage ist jetzt, wo bringt mich der Vogel hin, ne? Dann muss ich mir wieder eine ewig lange Cutscene angucken. So, für euch ist jetzt vielleicht nicht viel passiert, aber mein Mikrofon ist ausgesetzt, deswegen ja, so in den ersten 15 Minuten und ja, wenn da passiert ist, habe ich einfach die Aufnahme beendet und ja, habe ich auch Versuche gemacht, wo hier noch einige fehlende Prozente sind. Ich habe jetzt eigentlich nur noch hier was am Fehlen. Das ist richtig nervig, durchzunavigieren. Du musst hier einmal ganz rum. Dieser blöde Vogel bringt einen irgendwie nur wieder zum Anfang irgendwo hin. Und ja, muss ganz rum. Du musst diese blöde Rutsche hier nochmal machen. Du musst... Boah, das ist so blöde gemacht. Und ja, jetzt bin ich wieder hier. Und einen Tag nach der letzten Aufnahme, also in den letzten 15 Minuten, habe ich dann endlich gefunden, wo mir wahrscheinlich etwas fehlt. Hier ist so eine Liane, hier kann man hochklettern. Und ja... Ich meine, da müsste jetzt die letzte Prozentzahl sein. So, und da ist was. Boom. Und hoffentlich haben wir jetzt 100% hier in diesem Gebiet. Sonst frustriere ich echt. So, perfekt. So. Okay, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg hier hochklettern, was wir gemacht haben. Und ja, dann wieder zum Vogel gehen. Und der Vogel, der bringt mich dann wieder zu so einem Punkt, wo wir dann weitermachen können. Also ja, bis gleich. Gott. So, hier landen wir, wenn wir diesen Vogel irgendwo in diesem Wald finden. Und ja, der bringt uns jedes Mal dann immer genau hier hin. Und ja, ich mag diesen Ort hier nicht. Das ist so blöd hier irgendwie gemacht, ne? So, ich musste... Irgendwo hier musste ich was finden, ne? Und um hier hinzukommen, muss ich hier überall durchrennen, ohne Abkürzung und so, ne? Und das Problem war, keine Ahnung, sagen wir mal, irgendwo ein Geheimnis ist hier oder so, und ich bin irgendwo hier. Irgendwo da sind so diese komischen Sprungfelder, und die bringen mich nur in eine Richtung, wenn ich auf die drauf springe. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Punkt hier übertrete, komme ich nicht mehr zurück. Und ja, was das bedeutet ist, ich nehme entweder einen Vogel, der bringt mich wieder hier hin, oder ich gehe das ganze Teil noch mal ab und dann muss ich schon wieder den ganzen Weg hier rum. Und ja, das habe ich jetzt alles rausgeschnitten, weil das war so was von derbe blöde, ne? Also warum sie da nicht irgendwie Schnellreise reingepackt haben zwischen den Speicherpunkten wenigstens. Das ist, boah, man, das war so dämlich, da durch zu navigieren, ne? So, mir fehlen nur noch zwei Truhen auf diesem Planeten und die sollen sich in diesem Gebiet hier befinden. Und dieses Gebiet ist zum Glück sehr klein, also da wird ja wohl zu schaffen sein, glaube ich, ne? Ich nehme an, die sind irgendwo hier unten, ne? Und dann haben wir schon mal die Truhen alle auf diesem Planeten. Das wäre doch schon mal sehr gut. Ich habe auch gerade mal so die Karte noch abgeguckt. In irgendeinem Gebiet fehlen mir noch so... weiß nicht, 1-2%. Und
Okay. Ich hatte ja schon 100%, glaube ich, aber das ist ja super. Das heißt, irgendwie diese Echo-Dinger und diese scannbaren Sachen werden irgendwie nicht irgendwie verzeichnet irgendwo. Wozu sind denn dann die 100%? Verstehe nicht. So, muss noch irgendwo eine Truhe sein. Alter, das hat dämlich gemacht, ey. Und vor allem, du musst ja dann auch wieder überall durchrennen, ne? Du hast eine Kleinigkeit verpasst, du kannst um den ganzen Planeten nochmal rumrennen, weil auf den Karten nicht verzeichnet wird, wo dir was gefehlt hat. Und ja. Also spätestens, wenn ich hier alles denke, gefunden zu haben, und ich immer noch nicht 100% habe, dann werde ich auf jeden Fall irgendwo nachgucken im Internet, weil da tue ich mir nicht an. Das ist nicht so gut gemacht, finde ich, in diesem Spiel. Also ja. Können wieder Leute meckern, wie sie wollen, aber nee, das ist mir zu blöde gemacht. So, irgendwo hier muss noch eine Truhe sein. Fehlt nur eine Truhe in diesem Gebiet. Und 2 von 4 Truhen, ja. Heißt, die muss irgendwo hier sein. Da. Noch nicht mal unter Wasser, war sogar genau hier irgendwo versteckt. So, und da müssten jetzt alle Truhen auf Kashyyyk sein. Was ist es, BD? Leidenschaft und Stärke. 98%, ja. So, also hier in dem ganzen Wald haben wir alles erledigt. Und ich meine, ich bin ja gerade mal irgendwo so durchgegangen und irgendwo fehlt mir so ein paar Prozente. Da habe ich alles. Hier fehlen mir noch ein paar Prozente. Hier fehlen mir noch ein paar Prozent, also ja, ich werde alles so nach und nach hier durchgehen und gucken, ob ich alles finde. Und da ist halt auch eine Truhe. Das sieht irgendwie verdächtig aus. Das ist eine Truhe, ne? Ja. Eine schon geöffnete. So. So, wir spielen jetzt einen Tag übrigens nach der letzten 15 Minuten, die ersten 15 Minuten von diesem Video. Und ja, weil ich hier mich erstmal durchkämpfen musste und gucken musste, boah, wo muss ich hin oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Fertigkeitspunkt jetzt mehr habe als letztens. Ich habe einen Fertigkeitspunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt vorher keinen hatte. War sogar kurz davor, 2 zu bekommen, aber dann wurde ich von so ein paar Sturmtrupplern fertig gemacht. Und ja, war nicht gut. So, ich will aber wenigstens noch in diesem Part hier Kashyyyk hinter mir lassen oder komplettieren wenigstens. Ach ja, wir können ja nach oben. Wir können ja nach oben düsen jetzt, ne? So. Ah, hier sind wir wieder. Okay. Na, oh, hängt er da an der Wand fest, ey. So, wir gucken noch mal nach. Hier. Wir müssen da in, da ist auch ein Speicherpunkt direkt, alles klar. So. Da. Hey. Boom. Ja, du kannst auch ruhig schießen. Ey. Ich wollte eigentlich, dass du auf mich schießt, aber okay. Alter. Also manchmal das Spiel, ne? Ich habe das Gefühl, manchmal will das einfach nicht funktionieren. Ich brauche Hilfe. Ja, das ist noch ein Schattentruppler, aber ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Aber gut, ach, ich erinnere mich. Das ist diese Stelle hier. Ah, zum Glück können wir alles umgehen, ne? Also wir können es nicht. So, okay. Alles okay? So, wo bin ich hier? Ich kann da glaube ich nicht mehr rauf, ne? Gut, dann müssen wir einen Aufzug nehmen. Alles klar.
Eieiei. Also Teleportation zwischen den Speicherpunkten hätte ich mir echt schon gewünscht. Ich meine, gibt Momente, wo man das vielleicht nicht machen muss, wegen Story und so, ne? Du musst halt durch dieses Gebiet, um diese Cutscene mal so auszulesen und so, da kann ich ja verstehen, aber boah, ey. Allein schon für die Komplettierung in diesem Spiel, ne? Das ist so nervig gemacht hier. Wenn sie ein bisschen besser machen können. Gestern ist das Spiel übrigens auch einmal abgestürzt, also da will ich auch nicht haben, also gibt schon zu viele Sachen irgendwie, die mir hier in den Weg kommen. Da muss jetzt nicht auch noch so was kommen. Pures Glück. So. Ich werde mit dir fertig. So. Wäre ein bisschen kreativer mit meiner Macht, habe ich so ein Gefühl. So, wo könnten jetzt denn hier was sein, ne? 96%, das heißt, irgendwo war ich noch nicht. Also zurück, Jedi. Kollege, geht's dir gut, Mann? Na, ich gehe mal überall hier erstmal gucken noch. Nee, da komme ich nicht rüber. So. Boom. Alles klar. So groß das Gebiet hier. Was hat denn das? Das ist eine Werkbank, ne? Hi. Oh, aua. Jetzt echt kein Bock, wenn du mich jetzt hier noch. Ups, da wollte ich gar nicht. Oh. Na, das gibt's jetzt nicht. Ja, haben wir dich kaputt einfach. Ist das hier Aufzug? Ich ist ja wohl irgendwo ein Gebiet sein, das vorher nicht erreichen konnte, ne? Ohne Doppelsprung. Was sind da? War ich da schon? Ich glaube ja, ne? Ja, hier war ich schon. Mal das trotzdem mal gucken. Ich dachte, ich hätte den erwischt. Nee. Der ist immer noch da. Nein, irgendwie nicht. So, ach hier, guck mal. Ich glaube, hier konnte man noch nicht hin. Okay, bitte sag mir, was das hier? Ihr zurück. Die Wookies sind nutzlos. Wenn sie verbrauchen. Okay, perfekt. So. Boah. 99%, da ist noch was. Komme ich da ein? Irgendwo von da ein. Boah. Ich glaube, der Speicherpunkt da hinten ist schon mal eine gute Anhaltsstelle.
oder der hier unten. Weiß übrigens immer noch nicht, wann die aktiviert werden, damit ich da respawne. Ob ich mich da ausruhen muss, ob ich die einfach nur treten muss, ob ich die einfach nur anfassen muss. Na, warte mal, hier war noch so ein... Oh Gott. Also was hier? Kein Bock. Gehen wir zum Weg, Druide. Den gesehen. Boah, hier sind die Dinger noch gar nicht am Rennen gewesen. Okay. So. Und wenn ich jetzt die Raffinerie. Wie bin ich ja voll falsch gegangen? Nee, ja, ist richtig. So, da ist ein Speicherpunkt. Ich glaube, da will ich hin. Ne? Ich glaube, irgendwas Story-related passiert jetzt hier nicht noch. Ich würde mich doch schon gerne auf diese Dinger hier konzentrieren, die Sachen, die mir fehlen. Na, einmal ausruhen. Bad wird wahrscheinlich ein bisschen Überlänge haben, aber ist mir egal. Ich werde jetzt hinter mich bringen. So, Waldkram da. Oh, wo bin ich denn jetzt hier wieder? Ja, ich bin falsch gegangen. Komme ich denn dann dahin? Oh, mag diese Karte nicht. Ja. Muss da und dann irgendwo nach links. Gut ist, ich kann ein bisschen Erfahrungspunkte hier farmen. Weg hin. Da muss ich jetzt hin, geradeaus, ne? Raus, dann. Was? Bin dabei. Hi, na. Greife das Ziel an. Greif ihn an. Oh nee. Hol ihn uns. Ach, da muss ich mich durchschleichen, ne? Weg. Ja, super. Ist eine andere Möglichkeit, dahin zu kommen? Weiß, wenn ich hier lang gehe. Ich glaube, er versucht wegzulaufen. Dann einfach geradeaus. Jedi, auf ihn. Alles klar. Okay. Jetzt auch so ein Ausrüstungstroppler, ne? Oh Gott. Ja, einfach geradeaus, geradeaus, geradeaus. Und jetzt ist das Spiel schon wieder am Längen, wenn er dann speichern ist, da verstehe ich nicht. War gestern auch nicht irgendwie. Dabei habe ich das Spiel gerade abgedatet, ne? Also. Irgendwie wollte meine PlayStation irgendwie updaten gerade. So, hier fehlt mir irgendwo was. Ich habe so ein Gefühl, ich weiß auch schon was. War ja nicht irgendwie so ein Viech irgendwie. So, ich will da hinten zum Speicherpunkt. Erstmal habe ich so ein Gefühl. Ja, ist klar. Wie? Also ich hau hier volle Möhre da durch, ne? Und die schaffen jetzt sogar da auszuweichen. Na, wo bin ich hier?
Ist der Speicherpunkt, den ich gesucht habe? Ich glaube nicht, egal. Doch, ach, der ist da hinten, okay. So. Alles klärchen. Ja, besser, greif mich gefälligst an, ey. Gott. Na. Oh Gott. Aber es sind ja keine Monster mehr. Ja, das ist nicht gerade ein guter Zeitpunkt gerade. Na. Da mache ich noch nicht mal einen Sprint angefangen. Ja, nein, 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 nein. Ja. Jetzt kommen die vier. Boah. Ja, das ist das, was ich meine, ey. Der Spieler verarscht mich hier an einigen Stellen. Ich habe mich schon gewundert, wo die Viecher waren. Warum kämpfen die nicht gegen die? Und dann komme ich da vorbei, auf einmal werde ich da von allen Seiten angegriffen. Nee. Dann sind so Sachen, die das Spiel für mich ruinieren. Das muss ja jetzt nicht sein. Aber egal. Ja, ich werde wahrscheinlich hier ein bisschen schneiden. Ich muss sowieso schneiden, weil diese blöden, weil mein Mikrofon abgekackt ist in den ersten 15 Minuten. Also ich muss sowieso ja was bearbeiten, also kann ich auch direkt meine Fails und so, also nicht meine Fails, aber den ganzen Hinweg und so, den ich da machen muss, rausschneiden, um uns alle etwas Zeit zu sparen. Also mir ist halt egal, ich kann auch drin lassen, aber so wird Gefühl, ihr habt keinen Bock hier mir nach hier die ganze Zeit nachzugucken, irgendwie wie ich wieder von einem Ort zum anderen renne, den wir schon zweimal gesehen haben oder so. Dann noch mit den Ladezeiten dazwischen. Ja, und ich gerade kurz sind, wo bin ich jetzt schon wieder? Ah. Na, guck mal, wie weit ich jetzt schon wieder laufen muss, ey. Das so, ich hätte einfach hier gerade ausgehen müssen. Wo war denn der Speicherpunkt? Na. Da laufe ich ja richtig. Ich konnte ja nicht dadurch, weil dieser blöde Dingstruppler da war, ne? Na gut, dann mache ich das folgendermaßen. Dann müssen wir uns eben mehr durchkämpfen, ne? Geht ja nicht anders. Oh mein Gott. So. So, dann mache ich euch noch mal fertig. Warum nicht? Da meine Angriffskraft setzt sich hier durch. Also nicht, ob meine Angst gerade irgendwie Auswirkungen darauf hat, wie schnell die Ausdauer von denen weg ist, aber so. In denen hatte ich jetzt keine Lust, tut mir leid. Ja. Kommt er so hinterher gekrabbelt, pass auf. So, jetzt hier einfach nach links. Was ist das denn? Oh Gott, ist das ein Boss? Nee, nee, darauf habe ich jetzt keine Lust. Alter, ich habe keine Zeit für sowas. Lass mich hier erstmal durch, ey. Das ist mir jetzt gerade so hart von egal, der Typ, ne? Weil ich krieg ja noch nicht mal irgendwie was, habe ich so für letzten Typen, die ich so begegnet bin. Die haben mir nicht wirklich was gegeben, habe ich so für.
Ja, ich habe irgendwie voll die Grafik-Glitches. So, ich will jetzt erstmal den Müll hier alles erledigen, ey. Auch wieder, ich muss hier überall so viel rum, weil so alleine das Gebiet zu erreichen, jetzt nicht vom Schwierigkeitsgrad her, aber von der Dauer, wie lange ich brauche, dahin zu kommen, ne? Das ist auch voll unverschämt. So, hier ist irgendwo dieses dicke Viech, ist irgendwo Machtessenz oder so, nee, ne? Nee, hier glaube ich. Hier konnte ich gar nicht tauchen. Diese Bosse kümmern mich erst, wenn ich irgendwie voll hochgelevelt bin oder so, habe ich so Gefühl. Da muss ich auch schon wieder den ganzen Mieke hinrennen, ne? Aha. Da kommt so ein Stolperstein nach der anderen. So. So, jetzt einfach nur geradeaus. Die Gebiete sind irgendwie so aufgebaut, dass die irgendwie nur einmal irgendwie so passierbar sind, habe ich so ein Gefühl. Damit du irgendwie eine coole Cutscene oder so hast oder so, oder einen coolen Weg, aber so um zum Erkunden sind die irgendwie nicht gemacht. Ja, ist gut, ist gut. So, wo bin ich jetzt schon wieder? Ah, wie komme ich jetzt da auch schon wieder? Oh. Komme ich denn jetzt dahin? Habe ich überhaupt hier zurück jetzt wieder? Und ich habe schon wieder so einen Punkt erreicht, wo ich nicht zurück kann. Hi. Super, boah, ey, zum Erkunden ist das Spiel kacke. Weil jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht, ne? Jetzt kann ich mich wieder durch das ganze Gebiet durchkämpfen, habe ich so ein Gefühl. Ich glaube, ich nehme das gar nicht auf, ey. Das ist mir viel zu dämlich hier. Nicht so, als würde ich die ganzen Echos oder so sowieso irgendwie, also nicht. Ich überlege gerade echt, ob ich Aufnahme ausmachen soll. Ey. Weiß jetzt nicht, weil ich ja, ich mache die auf, ich mache die Aufnahme aus. Wenn ich was finde, dann schalte ich ein und ja, ich lasse sie einfach im Hintergrund laufen und ja, wenn was passiert, dann. Weil es mir zu dämlich hier gerade. Ich renne hier die ganze Zeit durch die Gegend. Ich versuche erstmal meinen Weg dahin zu finden, wie ich da überhaupt hinkomme. Weißt du? Nicht so, als könnte ich jetzt hier gerade irgendwie was zeigen oder so. Ich muss jetzt hier so lange rumrennen, bis ich erstmal hier hinkomme. Also ja, ich sag dann bis irgendwann. Das ist wahrscheinlich Ende des Parts und ja, sag dann tschüss und bis.